Ja, guten Abend und willkommen zum nächsten Instagram Live. Unsere Frischhoff-Mannschaft hat gerade ein Testspiel gegen die HSG Konstanz. Ja, am Ende würde ich mal sagen, souverän über die Zeit gebracht. 27 zu 26 gewonnen. Aber gestern hat natürlich die deutsche Nationalmannschaft ja, mit 32 zu 28 gegen Spanien leider verloren. Und da wollen wir heute nochmal mit unserem WM-Teilnehmer drüber sprechen und schauen jetzt mal, ob wir den Marcel dazu holen. Servus. Servus. Just in time diesmal. Bessere Zeit, ja. Genau, wir haben gerade noch kurz geschrieben, du kommst quasi direkt vom Corona-Test. Genau. Ja, also Abendroutine, würde man schon fast sagen. Ja, doch, ist immer abends, wird jeden Tag getestet. Wir hatten davor Training, dann Essen. Ist halt dann hinten raus immer noch mal ein bisschen vollgepackt alles, aber das gehört dazu. Ja. Hast du ein bisschen die Story verfolgt von Frischauf? Wir hatten ja gerade ein Testspiel gegen Konstanz. Ja, ich habe es gesehen, wie die sind sehr gut gestartet. Jetzt habe ich gerade das Ergebnis gesehen. Ja, haben sie es ruhig nach Hause gebracht, ja? Ja, das war sehr souverän. Aber ja, ich denke, es ist ja ein Test. Jetzt die Jungs haben richtig Gas gegeben, die letzten Tage, die sind, glaube ich, auch richtig kaputt, von daher kann man das, glaube ich, verkraften. Naja, ich weiß ja, wie das ist. Das ist natürlich beim Hartmut eine sehr harte Vorbereitung. Und da wird jetzt auch nicht auf die Ergebnisse so viel Wert gelegt, sondern dass man halt unter hohen Belastungen diese Spiele absolviert. Und deswegen, klar, wahrscheinlich hat er sich auch gewünscht, dass es ein bisschen souveräner abläuft, aber so okay. Lass uns mal über das gestrige Spiel sprechen. Ist vielleicht gut, dass wir das auch mit einem Tag Pause dazwischen machen. Konntest nochmal eine Nacht drüber schlafen. Wie hast du denn das Spiel jetzt im Nachhinein gesehen? Aber wir haben auch nochmal drüber gesprochen, weil wir natürlich alle sehr, sehr frustriert sind über die Niederlage von gestern. Ich finde, es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben aber wieder in der Abwehr nicht richtig Zugriff bekommen, vor allem die ersten paar Minuten. Und da war es natürlich auch wieder für den Torwart sehr schwer, ins Spiel reinzukommen. Bekommen dann auch viele 2-Minuten-Strafen, so dass wir in keinen richtigen Rhythmus reinkommen. Haben vorne dann auch ein paar Bälle verworfen. Aber was normal ist, also ich meine, die haben auch zwei sehr, sehr gute Torhüter. Genau, deswegen war die erste Halbzeit so mit Höhen und Tiefen. Aber wir kommen dann richtig gut aus der zweiten Halbzeit. Spielen hinten super, vorne überragend. Yogi kommt dann richtig gut ins Spiel rein und drehen das Spiel dann und sind drei vorne. Und das war dann leider, haben wir das nicht clever gelöst und haben dann Spanien zu schnell eingeladen, auf die ja wieder auszugleichen. Und das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen, weil wir dann einfach dieses hart Erarbeitete so schnell weggeworfen haben. Und am Ende haben uns natürlich unsere Fehlwürfe das Genick gebrochen. Ja, das war echt schade. Also ihr seid ja wirklich, ihr seid da aus der Halbzeit gekommen und da hat man gedacht, jetzt kippt das Spiel komplett und dann, glaube ich, 9 Minuten ohne Tor. Ja. Ja, das war auch bitter. Dann gab es, glaube ich, die rote Karte gegen Viernhaber, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Mit zwei sehr ärgerlichen Zeitstrafen, die man, ja, also sage ich mal, 50-50-Entscheidung. Ja, wie geht man als Mannschaft mit sowas um? Es ist natürlich immer schwierig. Wir haben sehr viele junge Spieler und auch viele Spieler mit wenig internationaler Erfahrung. Aber jeder weiß, wie es ist, Spiele zu verlieren und so weiter. Und natürlich ist so eine Niederlage besonders bitter, weil man einfach wirklich Spanien am Rande einer Niederlage hatte, aber dann alles so schnell wieder hergibt. Und
Ja, es tut mega weh, weil zu großer Wahrscheinlichkeit sind wir jetzt aus dem Turnier raus. Aber wir müssen auf jeden Fall diese zwei nächsten Spiele gewinnen, um die kleinste Chance noch am Leben zu halten, dass wir doch vielleicht weiterkommen. Ja. Die Stimmen danach waren aber trotzdem ja teilweise wirklich sehr positiv. Also Yogi Bitter hat ja im Interview danach gesagt, das war ein geiles Spiel der Mannschaft. Hat auch zum Beispiel Juri Knorr dann hervorgehoben, der reinkam für ein paar Minuten, zwei super Anspiele gemacht hat. Dann eventuell halt ein bisschen zu viel Risiko gegangen. Aber ja, wie du sagst, das ist ja eine junge Mannschaft gegen so abgezockte Spanier. Ja, also gut verkraftbar würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht erklärbar. Ja, natürlich, man muss solche Spieler, muss man solche Fehler auch zugestehen. Juri kommt rein und macht es super, also wirklich. Bringt viel, viel Tempo rein, macht gleich ein Tor, macht ein super Anspiel, aber ist dann natürlich auch auf die Fallen von Spanien reingefallen. Die wollen solche Pässe an Kreis, wo die Spieler oder wo sie dann abfangen. Aber ich denke, dass er aus solchen Situationen lernt. Alfred hat dann auch zu ihm gesagt, er hat super Aktion gehabt, aber aus diesen Fehlern muss er lernen. Und deswegen nimmt ihn das auch niemand böse. Genau, das ist einfach, Spanien ist eine unglaublich abgezockte Mannschaft und das war vielleicht der große Unterschied dann. Ja, ist ja auch noch ein junger Typ, der kann ja noch Auf jeden Fall, hereinwachsen hier. klar. Genau, sprechen wir mal über deine Leistung. Also war ja ganz anderer Vorsatz als oder Vorzeichen als im letzten Spiel. Du hast diesmal nicht anfangen dürfen, hast auch im Endeffekt gar nicht ins laufende Spiel eingegriffen, bist nur für die 7 Meter rein. Für dich eine ungewohnte, besondere Situation. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin mit zu der WM und habe gewusst, dass das Uwe gesetzt ist und dass natürlich schwer wird, an Spielminuten zu kommen. Und deswegen bin ich nicht in das Spiel reingegangen zu sagen oder und habe mir gedacht, ich spiele auf jeden Fall. Alfred hat dann zu mir gesagt, dass ich 7 Meter schieße und darauf habe ich mich dann erstmal fokussiert. Aber klar wäre ich natürlich auch bereit gewesen, wenn ich eingewechselt wäre, Vollgas zu geben. Darauf habe ich mich vorbereitet, weil man auch nie weiß, ob es beim Uwe nicht läuft oder vielleicht verletzt er sich oder irgendwie sowas. Es kann ja immer alles passieren und deswegen war es jetzt nicht klar, wenn man mit Köpping vergleicht, ungewohnt, dass ich nur von der Bank komme zum 7-Meter-Schießen und gar nicht spiele. Aber damit muss man hier rechnen und deswegen war das jetzt kein großes Problem für mich. Ja, du hast schon gesagt, 7 Meter werfen, da verspürst du keinen Druck mehr. War es diesmal wieder genauso? Ja, klar, ich meine, man kann dann schon sagen, den wichtigen 7 Meter verwarf ich, ob ich da Druck hatte. Aber absolut gar nicht. Ich bin genauso zu dem 7 Meter wie zum 1-0. Also, das war für mich kein Unterschied. Ich hatte halt ein bisschen Pech. Der Ball geht an die Latte. Muss ich so akzeptieren. Es ist für mich immer schlimmer, wenn ich so verwarf, wie wenn ich dann sage, okay, Torwart hat gut gehalten. Aber der war komplett woanders und deswegen nervt sich natürlich so ein bisschen, dass so ein Fehlwurf dann zustande kam. Ja, klar, Torwart komplett verladen. Der wäre auch beinahe noch rein, hat ja, also ist ja dann gegen die Latte. Ja. Ja, shit happens, würde ich sagen. Richtig, ja. Gut, schauen wir mal nach vorne. Du hast es vorhin schon angesprochen. Jetzt ist Verlieren eigentlich tabu, um ja noch eine Restchance auf das Viertelfinale irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich habe gestern, glaube ich, mal nachgeschaut, so richtig verstanden habe ich es nicht, korrigiere mich gerne. Ich glaube, es zählt der direkte Vergleich primär. Genau, deswegen müssen da Siege her und ihr seid auf Schützenhilfe angewiesen. Ja, Geht ihr trotzdem? also Ja. wir müssen halt beide Spiele jetzt gewinnen. Das ist Pflicht und Ungarn muss dann gegen Polen und gegen Spanien verlieren. Dann hätten wir die Chance.
Okay, jetzt habe ich schon gedacht, es liegt an meinem Internet, aber da scheint das WLAN von Marcel leider abgeschmiert zu sein. Schauen wir mal, ob wir ihn gleich nochmal dazu holen können. Mal nochmal an. Jo, das sieht nicht so gut aus. Nee, das klappt nicht. Dann würde ich sagen, wir melden uns gleich nochmal, machen Part 2, sprechen nochmal über die kommenden Aufgaben jetzt und beantworten noch ein. Ah, Ich bin da. da ist er wieder. Ich Ja, wollte gerade keine schon Ahnung. abmoderieren. Ja, ich hab's gerade gesehen. Nee, ich weiß nicht, das WLAN hat bei mir eigentlich ganz angezeigt, aber auf einmal ist alles stehen geblieben. Ja, gar kein Problem. Also du warst mittendrin weg, als du gerade über die nächsten Spiele angefangen hast zu sprechen. Ich weiß nicht, Ah, wie weit okay. du dann Ja, weitergehört ich kann ja hast. dann nochmal anfangen. Wie du schon sagst, wir müssen beide Spiele gewinnen. Das ist für uns absolute Pflicht. Und dann muss Ungarn gegen Polen und Spanien verlieren, dass wir die Chance haben, weiterzukommen. Ja. Weil da dann kein direkter Vergleich mehr zählt, sondern dann das Torverhältnis. Genau. Aber ich denke mal, ihr bereitet euch auf jeden Fall komplett normal darauf vor. Ihr wollt beide Spiele gewinnen, auf jeden Fall, um halt diese Restchance zu bewahren. Ja, nicht nur deshalb, wir wollen natürlich auch mit zwei Siege, wenn das die letzten zwei Spiele wären, mit zwei Siege das Turnier beenden. Das ist natürlich klar. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und da gehören die zwei Spiele genauso dazu, egal wie frustriert man ist, dass die letzten zwei Spiele verloren gehen. Wir wollen gewinnen und deswegen bereiten wir uns so vor, als wäre es ein Endspiel. Also. Ja. Machst du dir schon Gedanken über das übernächste Spiel oder was danach kommt? Nein, nein, nur morgen, nur morgen. Das macht glaube ich auch Sinn, weil, Ja. ja, wie gesagt, man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Wir drücken natürlich die Daumen, dass vielleicht doch irgendwie was möglich ist. Klar, Ja. Lies auch gerade, habe ich nicht Ja, verstanden. ich lese es auch gerade. In Ungarn muss doch gehen. Nee, Ungarn, wie viele Punkte haben die jetzt? Die haben jetzt 6 Punkte. 6:0. Und wenn die jetzt zwei Spiele verlieren, haben sie 6:4. Und wir haben jetzt aktuell 2:2. Nee, 2:4. Und wenn wir jetzt zwei gewinnen, haben wir auch 6:4. Deswegen, die haben keine 7 Punkte, sondern 6. So, aufgeklärt worden. Genau, bevor wir, wenn du Lust hast, nochmal ein paar Fragen beantworten, Klar. sprechen wir nochmal darüber, wie der nächste Tag jetzt nochmal aussieht. Eigentlich identisch wie letztes Mal. Wir spielen ja wieder 21:30 und deswegen ist der Tag ziemlich lange. Also es stehen nicht viele, viele Sachen an. Es ist uns überlassen, ob wir morgens ein bisschen Krafttraining machen wollen, um einfach so ein bisschen den Körper anzuregen. Ansonsten ist halt Erholung und Krafttanken angesagt. Ich habe gesehen, das wurde, glaube ich, letztes Mal auch gefragt, das habe ich nicht mit reingenommen. Ihr macht dann Aktivierung auch draußen. Das sah das letzte Mal sehr interessant aus. Was genau wurde da gemacht? Das weiß ich gar nicht, war nicht dabei, aber dann Matthias Andersen macht das meistens und der hat halt so solche Sachen dabei wie dieses, wie heißt Indianerball? Nee, ich weiß nicht genau, wie die Sachen heißen. Da kann jeder sich Sachen aussuchen und kann einfach ein bisschen was machen, um sich ein bisschen ja, zu aktivieren. Also das ist auch jedem überlassen, wie lange er das dann macht. Da ist nichts vorgegeben.
Die eine brauchen das, die andere sagen, nee, sie sind lieber auf dem Zimmer oder gehen spazieren. Also das sind ganz unterschiedliche Sachen. Indianerball. Sehr interessant. Nee, ich weiß nicht, wie heißt dieses, das ist so Also, so ein Stoffball, wo oben diese Fäden rauskommen. Mir fällt es gerade. Indiaka. Endiaca, genau, sorry, das habe ich gesucht. Ich habe an Spikeball gedacht, das wäre auch so ein passendes Spiel dafür. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, aber Indiaca, jetzt wo du sagst, fällt es mir auch ein. Nee. So, dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt an den Marcel, gerne rund um die WM, dann stellt sie einfach hier in den Chat, dann beantworten wir noch ein paar Sachen. Schau mal, was schon reingekommen ist. Tobi fragt, verfolgst du auch andere Spiele? Ja, doch, klar. Wenn wir die Zeit haben, wir trainieren meistens oder haben Video plus Training meistens dann, wenn alles, wenn die ganzen Spiele beginnen. Aber so diese späten Spiele schauen wir meistens dann auch noch an. Aber wir checken natürlich auch alle Ergebnisse, klar. Hast du gerade Island gegen Frankreich angeschaut? Nee, weil wir beim Essen waren, bloß Corona-Test, das hat leider nicht gepasst. Ja, Dachi ist ja leider nicht mehr dabei, aber das war trotzdem, ja, man würde schon wieder sagen, Spiel auf Augenhöhe, wo Ja. dann Frankreich irgendwie erst am Ende für sich entscheiden kann. Also ist echt krass bei der WM, da kann echt jeder jeden schlagen, gefühlt. Ja, das ist wie gesagt, es ist kein Spiel, wo du sagst, das gewinnt zu leicht. Also das ist unglaublich, unglaublich schwer, diese Spiele zu gewinnen. Und das merkt man natürlich auch, die ganzen Spitzenmannschaften gewinnen zurzeit schon ihre Spiele, aber es sind alle ganz knapp. Also das ist so, was uns gerade fehlt, wo wir leider, wo das letzte gewisse Etwas fehlt. Wer ist für dich im Moment das Überraschungsteam in der WM? Also ich fand überraschend bisher Schweiz, finde ich, macht einen richtig guten Job. Klar, die haben jetzt aber auch ihre Niederlagen, deswegen Überraschungsteam ist ja immer eine Mannschaft, wo eigentlich schon fast kein Spiel verliert. Aber da ist es gerade echt schwer zu sagen, weil Norwegen, Frankreich, Dänemark schon souverän spielen, wobei alle auch ihre knappe Spiele hatten. Und deswegen ist es eigentlich echt schwer, so ein Überraschungsteam rauszusuchen. Na, Überraschungsspieler ist wahrscheinlich der, hier ist er jetzt, Mwumbi vom Kongo. Elgigante, El Gigante, der Scheck des Handballs. ja. Ja, genau. So, der TV Bloching, nochmal liebe Grüße zu unserem Partnerverein, fragt, welche Rolle spielt Yogi Bitter für die Mannschaft? Ja, es ist natürlich ein absoluter Anführer. Ich meine, er hat sehr viel Routine und sehr viel Erfahrung mit seinem Alter. Also das merkt man einfach. Und er weiß auch, wen er wie anpacken kann, kann Ruhe reinbringen, aber kann genauso anpeitschen. Deswegen, das ist natürlich ein unglaublich wichtiger Faktor für uns. WR Sommer fragt, ob diesmal kein Wikingerschach dabei ist als Freizeitbeschäftigung. Nein, aber das habe ich auch schon mal gedacht. Das wäre cool gewesen eigentlich, wenn wir das dabei gehabt hätten. Wobei es hier ein bisschen in dem Hotel jetzt schwieriger ist. Es ist zwar riesig, aber irgendwie ist alles so ein bisschen abgezäunt oder ja, es gibt wenig grüne Fläche wie jetzt im anderen Hotel. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch erklären muss. Das ist, glaube ich, schon seit Jahren Tradition. Aber vor jedem Auswärtsspiel am Morgen wird da immer Wikingerschach gespielt. Wobei die letzten Spiele oder letzte Auswärtsspiele auch nicht mehr, weil es nicht mehr erlaubt war. Das stimmt. Da war es dann Probleme zu führen, rauszugehen. Ja. Harzdieve96 fragt, hast du einen Lieblingswurf? Ja, mein Dreher ist schon mein Lieblingswurf, auf jeden Fall, klar. Den habe ich jetzt auch lang genug geübt. Aber gefühlt, also ich habe immer das Gefühl, alle wissen, was kommt und er geht trotzdem rein. Also scheint sehr genau geworfen zu sein. Ja, frag mal Basti. Nee, das sagt auch immer, wie kann der Ball noch reingehen? Aber
Natürlich schaue ich viel. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach nur blind meinen Dreher wurf, sondern ich schaue mir schon an, was macht der Torwart und versuche ihn natürlich auch in eine Bewegung zu ziehen, wo ich mir dann oder wo ich dann den Dreher machen kann. Also ich halte mir da immer Optionen offen. Genau. Ja, ich denke, das ist ja beim 7 Meter ist das ja eh Grundlage dafür, erstmal so anzutäuschen, dass man den Torhüter verladen kann. Ohne das wäre es ja gar nicht möglich. Die Antje fragt, Heber oder Leger? Leger bin ich ganz schlecht. Also ich finde Leger echt einen sehr guten Wurf, und würde ihn auch gern können, aber das ist mit der einzigste Wurf, wo ich einfach nicht so drauf habe. Deswegen würde ich da eher auf Heber gehen, aber bin auch nicht der Typ. Also ich mache dann lieber was mit Dreher wie mit Heber oder Leger. Ja, wobei du hast ja so ein, ja, ist das ein Leger? Das ist dieser Kretschewurf, wo du so runter gehst und dann nochmal so seitlich hoch. Ah, den darfst du nicht Kretschewurf nennen. Nicht? Nee, das ist nicht Wurf von Kretsche. Das ist, den hat Uwe so ins Leben gerufen, den Wurf. Das ist ein Dreher einfach hochgezogen. Ja, stimmt. Kretsche war nochmal von unten dann hochgelegt, Der oder? war von unten hochgelegt, genau. Genau. Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Wie Wanni 14 fragt, wie bist du zu deiner Nummer gekommen? bei der Gerne auch Nationalmannschaft, oder? Nationalmannschaft. Also Frischauf war einfach durch mein, ja, hatte ich, ich war ein riesen, riesen Fan von Kobe Bryant, und das war immer so mein Idol, was so seine Mentalität anging. Und so bin ich dann auf die Nummer gekommen und zu der 31 bei der Nationalmannschaft. Es waren echt wenig Nummern noch frei, aber die 31 war das Einzigste, wo ich mich so ein bisschen identifizieren konnte, weil ich hatte früher in der Jugend, als wir, da gab es in Göppingen noch die Handballakademie, und da hatte ich die 31, und dadurch bin ich dann auf die 31 gekommen. Ja, ungewöhnliche Nummer. Ich habe natürlich auch überlegt, warum du nicht die 24 trägst, aber die war ja wohl vergeben. Die war vergeben, ja. Genau, die Mia fragt, unter welchen Umständen könnt ihr noch weiterkommen? Das haben wir gerade geklärt. Beide Spiele gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen. Freust du dich auf das Spiel morgen? Klar, auf jeden Fall. Das Gute ist, wenn man bei so einem Turnier, dass man alle 2 Tage spielt und somit vielleicht schneller so eine Niederlage aus dem Kopf kriegt mit dem nächsten Spiel. Man muss schnell abschalten, man muss es schnell hinter sich lassen, und freut sich dann natürlich auf eine Wiedergutmachung. Und deswegen freue ich mich sehr auf Brasilien, auch weil ich gegen Brasilien noch nie gespielt habe. Ja, ich denke, mehr muss ich auch nicht dazu sagen. Ja. So, das ist jetzt die Frage, ob ich die stelle. Weiß nicht, hast du die gelesen? Welche? Warst du da? Ich durfte einmal mittrainieren. Also zumindest ein bisschen kicken und aufs Tor werfen. Ich weiß gar nicht, ob du da warst. Der Nico gefragt, ob ich ernstzunehmende Konkurrenz bin. Nico Schneider, oder was? Ja. Ach so, nee, aber ich war nicht dabei. Ha. Nee, ich wollte gerade Wann, sagen, hey, ich glaube, wann war das? Wann war das? das muss, keine Ahnung, Anfang Dezember oder sowas gewesen sein. Hä, aber warum war ich denn nicht da? Vielleicht war es auch während des letzten, ah, das war während des letzten Nationalmannschaftslehrgangs. Das ist doch Ah, schon Weilchen her. okay, alles Ja, klar. genau. Ja. Muss man dazu sagen, ich werde übrigens auch getestet, also nicht, dass da irgendwas falsch verstanden wird. Da habe ich übrigens Krejo einmal eventuell umgekrätscht. genau. Da kommt noch Lob rein. Spielst eine ganz starke WM weiter so. Dankeschön. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir noch eine letzte Frage nochmal vom TV Bloching. Spielt man jetzt eher befreit oder eher mit Druck? Wir haben keinen Druck mehr. Wir stehen mit dem Rücken an der Wand, das ist klar, aber wir spielen, ich glaube, schon eher befreit jetzt auf, weil so ein bisschen
der Druck abfällt, dadurch, dass man eigentlich die Sachen nicht mehr selber in der Hand hat. Ja, also es ist vielleicht schwer zu erklären, aber es ist schon so, dass es vielleicht jetzt einfacher fällt, an die Spiele ranzugehen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Danke für deine Zeit. Das sind jetzt 25 Gerne, gerne. Minuten mit einer kleinen Unterbrechung. Ja, genau. Sind wir vielleicht bei 20. Genau, wie immer, wir drücken dir alle Daumen. Dankeschön. Genau, hoffen auf einen Deutschlandsieg morgen 20:30 Uhr im ZDF, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht genau, ob ARD oder ZDF. Ich glaube ZDF. Okay. Genau, gibt wie immer das WMF-Tippspiel morgen. Gibt es wieder ein Trikot von Marcel zu gewinnen, ein unterschriebenes. Also dort fleißig tippen das richtige Ergebnis. Dann habt ihr da die Chance drauf. Und genau, wir hören uns, würde ich sagen, dann am Sonntag wieder. Sonntagabend, wenn Genau, das ja. passt. Beziehungsweise vielleicht an einem Sonntag, vielleicht auch schon vormittags. Das klären wir mal noch ab und verkünden es dann noch und genau. Perfekt. Jetzt erstmal voller Fokus auf Brasilien. Genau. Einen schönen Abend noch. Macht's gut. Marcel, danke dir. Dir auch. Danke Ciao. auch. Ciao.